Mit Ghost Construction könnt ihr eure Fabrik planen, ohne die richtigen Maschinen erstmal aufbauen zu müssen. Das ist sehr toll, sehr einfach und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Natürlich kann man die Produktion auch ganz einfach, ganz klassisch planen, indem man hier die einzelnen Maschinen aufbaut. Aber dann ist eben schon mal das Problem, dass man eben sieht, oh, der ist falsch platziert, so wie der jetzt hier, wenn man es unbedingt mittig ausgerichtet haben möchte. Aber das ist ja noch das geringere Übel. Aber oft genug ist es dann leider auch so, dass man merkt, Mist, hier hinten brauche ich dann doch noch ein bisschen mehr Platz. Und natürlich könnt ihr, wie gesagt, die Maschinen auch ganz klassisch einfach so bauen und positionieren. Aber da müsst ihr natürlich auch immer die ganzen Materialien dabei haben, was ja auch manchmal etwas problematisch ist, je nachdem, wo man gerade ist. Und es ist dementsprechend hier etwas einfacher. Also bei dem Ghost Manufacturer hier, den wir jetzt hier haben, den platzieren wir einfach. So, und ihr seht jetzt schon hier, das Ding kostet eben nichts an Aufstell. Kosten, also es kostet keine Materialien. Mein Gott, nochmal ein schwieriger Satz heute Morgen. So, und den könnt ihr auch wieder ganz normal demontieren, wie alles andere auch. Ihr könnt den duplizieren, wie alles andere auch. Ihr könnt ihn auch hier mit Smart dementsprechend mehrfach aufbauen und ausrichten. Das ist alles gar kein Thema. Aber wir stellen jetzt einfach nochmal hier hin. Und das ist ja jetzt alles nur der halbe Spaß. So, wir haben es jetzt nochmal aufgerufen. Jetzt hängen wir hier einfach nochmal Konstrukt da hinten dran. So, Moment. Wo ist denn hier der Ausgang? So, da, ne? Da ist doch der Ausgang, hoffe ich. So, und jetzt könnt ihr den hier zum Beispiel hinstellen. Na, geh schon weg. So, bis hierhin sieht das alles ganz gut aus. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach, wenn ihr jetzt die Maschinen aufbauen wollt, dann könnt ihr sagen, jo, das gefällt mir so gut. Dann geht ihr jetzt hin und jetzt steht hier Konfigurieren. Konfigurieren heißt aber in dem Fall nicht, ihr könnt die Produktion einstellen, wie sonst, also welche Gegenstände dort hergestellt werden sollen, sondern Konfigurieren heißt in dem Fall, das Ding wird da aufgebaut. Und jetzt haben wir hier noch ein absolutes Killer-Feature, meiner Meinung nach. Ihr könnt das auch, wenn ihr jetzt hier Ghost eingebt, ohne vorher die Umschalttaste gedrückt zu haben, dann seht ihr hier, was alles noch gebaut werden kann und welche Materialien ihr dafür habt. Also ihr seht, in dem Fall könnte ich jetzt den Constructor nicht bauen, weil ich das nicht hier dabei habe. Den Manufacturer könnte ich aber bauen, weil er da ist, oder eben, wenn man auf Build All macht, dementsprechend alles bauen, was verfügbar ist, und hier eben der Constructor da hinten geht nicht. Was für mich aber auch mit ein absolutes Killer-Feature ist bei diesem Add-on oder bei dieser Mod: ihr könnt die Maschinen bauen, wenn ihr die Materialien habt, ohne vor Ort sein zu müssen. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn ihr das hier geplant habt und dann feststellt, Mist, mir fehlen was, was ich, die verstärkten Eisenplatten. Ihr müsst ans Ende der Welt reisen, um die zu holen. Dann müsst ihr nicht wieder zurück. Natürlich kann man das auch, weil es einfach schöner ist, wenn man da weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Aber ihr müsst dann nicht zwingend zurück. Ihr gebt wieder Ghost ein. Und jetzt seht ihr hier, Materialien sind jetzt an Bord. Wir machen jetzt mal auf Bild. Und zack, jetzt habt ihr das wahrscheinlich da hinten hoffentlich gesehen, ist der jetzt gebaut worden. Und das ist natürlich echt prima, wenn man dann unterwegs merkt, einem gehen die Materialien aus, dass man einfach dahin gehen kann, wo sie vorhanden sind, nicht wo sie gebraucht werden, sondern wo sie vorhanden sind. Und man hat ja auch gleich eine Einkaufsliste, wenn man jetzt hier die paar Sachen platziert. So, wir machen das jetzt einfach mal nur noch mal zum Gucken. So, fertig, wollen wir nicht. Und dann habt ihr dementsprechend natürlich oben die Einkaufsliste und könnt sehen, was euch alles noch fehlt, um die jeweiligen Maschinen aufzubauen, was total toll ist. Eine kleine Einschränkung gibt es dann leider doch. Wir sind hier momentan noch auf eben diese Maschinen bzw. Gegenstände beschränkt. Man kann zwar zum Beispiel hier einen Container aufstellen, in klein und in groß, allerdings zum Beispiel keine Förderbänder daran anschließen.
also zur Planung jetzt dementsprechend und auch keine Splitter und so weiter. Das ist momentan noch ein bisschen schade, aber ansonsten für das große Layout ist das schon mal ganz gut geeignet. Vergabeln und so weiter könnt ihr später ja noch. Witzigerweise gibt es aber hier schon den Strommasten, nur eben keine Kabel oder eben Förderbänder oder Splitter oder. Also das Ganze drumherum. Dasselbe gilt übrigens auch hier für die Fundamente, aber dafür ist das eben auch super und auch super gedacht, dass man merkt, Mist, ich komme jetzt vielleicht mit dem Platz doch nicht aus oder ich stelle das doch nochmal alles anders auf, ohne dass man gleich die ganze Fabrik wirklich richtig bauen muss und ohne dass man alle Materialien dabei haben muss. Also das ist schon richtig toll. Das war es dann auch schon von einem meiner neuen Lieblingsmods. Ich wollte es euch gerne mal zeigen. Vielleicht findet ihr es ja auch so richtig gut. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Freut mich immer, freut den YouTube-Algorithmus. Dann wird dieses Video vielleicht auch noch anderen Leuten öfter angezeigt und die freuen sich dann noch mehr und. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.